Der nächste Redner ist Matthias Strolz, erst noch der Clubobmann von den Neos. Das sind die letzten zwei Sitzungen von ihm. Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, eine weitere Debatte zum Thema Europa, das dieser Tage in aller Munde ist. Und ja, ich bin noch da, aber es wird ein überschaubarer Zeitrahmen sein für alle, die sich ernsthaft erkundigen wollen. Ende September werde ich übergeben hier im Haus. Und das gibt mir noch die Chance, hier das eine oder andere Wort zu deponieren. Und ich muss ja nicht reden. Wir haben ja genügend gute Leute, die auch reden könnten. Und dennoch habe ich mich gemeldet heute, weil es mir ein Anliegen ist, wenn Sebastian Kurz hier kommt, ein paar Dinge mitzugeben. War gestern bei einem Abendessen und da war einer dabei, der es an und für sich gut mit mir meint und sagt, warum bist du gar so kritisch und so bös mit dem Sebastian Kurz? Und das stimmt schon. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen oft sehr hart ausgeteilt und das ist nicht so, dass mir das Spaß macht, sondern das ist eine echte Überwindung für mich jedes Mal. Jedes Mal, oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein, nein. Das ist sehr ehrlich. Ich zitiere als Bürgerin meine Frau, die daneben auch gesessen ist und genickt hat und gesagt hat, ja, der ist immer ganz fertig am Abend, wenn er kritisieren musste. Und am Abend, das beschäftigt mich sehr. Ja, schlechtes Gewissen, weil ich wollte eigentlich nie so persönlich werden in der Politik. Und es gab ja Zeiten, wo ich ein echter Sebastian Kurz-Fan war. War ich, ja. Wir haben, als ich in die Politik gegangen bin, wir hatten ein Unternehmen damals und wir hatten dort auch ein großes Projekt, das war nicht gewinnorientiert. Wir haben uns gekümmert um die Begleitung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Talentierten, Engagierten. Und das war zum Beispiel ein Projekt, das du als Staatssekretär übernommen hast. Wir haben das in einen Verein ausgespalten und ich wollte nicht, dass das unter die Räder kommt, nur weil ich in die Politik gehe. Und du hast das mit offenen Armen genommen und sofort verstanden, worum es geht, nämlich um Potenzialentfaltung etc. Und das ist schon irgendwie der Grund, warum ich mich noch einmal melde, weil ich glaube, vielleicht nutzt es eh nichts. Aber ich glaube, wir waren beim letzten Mal beim Gleichnis der Talente, beim biblischen Gleichnis. Und ich glaube, es ist mehr möglich, Sebastian Kurz. Ich glaube das tatsächlich und ich werde noch jede Chance nutzen, um an dir zu rütteln. Weil ich glaube, wenn ich einfach zuschaue, wie hier diese Bundesregierung agiert und vor allem ein Bundeskanzler, der Generation Interrail und Erasmus angehört, dann sage ich, das kann nicht alles sein. Das kann nicht der Ernst dieses jungen Menschen sein mit 31 Jahren, der so viel auch diesem Kontinent und seiner Einigung zu verdanken hat. Und dann schießt mir Voltaire ein, der sagt, du bist nicht nur für das verantwortlich, was du tust, sondern du bist auch für das verantwortlich, was du nicht tust. Und das möchte ich einfach mitgeben als abendliches Mantra. Was habe ich heute nicht getan? Und da wird hoffentlich einiges einfallen für den nächsten Tag, weil mit den Möglichkeiten, die dieser Kanzler hat, könnte er ganz andere Dinge bewirken, als zu zündeln und irgendwie Nationalismen zu beflügeln. Da wären ganz andere Dinge möglich, davon bin ich überzeugt. Wenn man an Voltaire denkt, der im 18. Jahrhundert dieses Europa schon gelebt hat in einer Dimension, von der wir heute mancherorts nur noch träumen können, der ist durch diesen Kontinent gereist, und hat hier als Wegbereiter der Aufklärung, als Freund und Fan der aufkeimenden parlamentarischen Demokratie hier so viele Türen geöffnet, durch die wir gegangen sind als Völker. Und dann kommen einige Generationen später Leute, die Gnade dieser späten Geburt haben, die so viele Türen schließen und Zäune aufbauen. Und das verstehe ich nicht. Und die machen das mit einem Unterton, ich habe keine andere Möglichkeit.
Ich muss das ja machen. Also so frei nach Voltaire in eines seiner Meisterwerke, Candide oder die Beste aller Welten, da beschreibt ja Voltaire, dass man sich nicht dem undifferenzierten Optimismus hingeben sollte. Und das ist ja auch so eine Tonalität, Sebastian Kurz, die immer wieder bei dir durchschlägt. Man darf sich nicht diesem undifferenzierten Optimismus hingeben, dieser Naivität. Und das ist gefährlich. Und ja, das ist die eine Seite der Medaille. Aber Voltaire schreibt auch in Candide am Schluss, und er hat es dann selbst vorgelebt, als er sich an der französisch-schweizerischen Grenze niedergelassen hat auf seine alten Tage. Er schreibt auch, du sollst dich nicht den metaphysischen Luftschlössern hingeben, aber du sollst dich um deinen eigenen Garten kümmern. Du sollst ihn bestellen. Du sollst, und das ist ein Appell an einen Bundeskanzler, du sollst soziale Felder kultivieren. Und das ist aber mehr ein Aufruf, eben über die Grenze zu denken und nicht den politischen Schrebergärtner zu machen, Sebastian Kurz. Und dabei noch die eigene Hecke anzuzünden, nur weil man sie mit dem Nachbarn teilt. Es ist halt die eigene Hecke, die dann auch brennt. Um den eigenen Garten zu kümmern, heißt auch dazu begreifen, dass wir auf diesem Fleckchen Erde einfach eine Schicksalsgemeinschaft sind, Europa. Ich habe es schon öfter zitiert, wenn ich meinen Kindern, als sie klein waren, Europa erklärt und gezeigt habe auf diesem blauen Planeten, dann sind sie noch 5 Minuten wieder gekommen mit dem Globus und gesagt, wo ist das noch einmal? Es ist so ein Tropfen Zeit. Über 500 Millionen Menschen. Wir sind Kraft, Geografie, Geschichte, Dichte der Bevölkerung, eine Schicksalsgemeinschaft. Wir können es uns nicht aussuchen. Wenn eine Hütte brennt, und wir haben das probiert am Balkan, dann fackelt die Nachbarhütte mit ab. Und die Leute, die drin sind, sind geflüchtet oder tot. Wenn eine Grenze brennt, dann brennt die nächste Grenze mit. Und am Schluss brennen alle Grenzen und damit der ganze Kontinent. Das ist einfach so. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und wir können es. Und das wäre der Auftrag für die Generation Erasmus und Interrail. Wir können und müssen diese Schicksalsgemeinschaft als Chancengemeinschaft begreifen. Und wenn man das ernst meint, dann muss einem mehr einfallen, als dir bisher eingefallen ist. Nur ein Beispiel, dann könnte man zum Beispiel sagen, mach mal 1000 Partnerstädte in Nordafrika und ich mit meinem Netzwerk, mit meiner Autorität nehme 2 bis 3 Regierungschefs und sage, wir gehen voran als Österreich mit 2, 3 anderen Ländern und sei es Niederlande, sei es Frankreich, sei es Tschechien. Das ist nicht naiv, das ist den eigenen Garten bestellen. Das wären nur 15 Städte für Österreich. Das schaffen wir leicht. Eine Stadt kümmert sich um eine Partnerschaft für ein Bildungsprojekt, eine für ein Krankenhaus, Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, eine für Abwasserentsorgung, eine für Kriminalitätsbekämpfung, eine für Elektrizität. Das werden nur 15 Städte. Wir finden die. Nicht, wenn ein Oppositionsführer die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anschreibt, aber wenn der Bundeskanzler sie anschreibt, schriebe er sie an. Dann finden wir sie. Es sind 15. Wenn wir das skalieren mit 2, 3 anderen Regierungschefs, dann seid ihr mit 300 Partnerstädten unterwegs. Dann geht es zum Jean-Claude Juncker und sagt, Herr Kommissionspräsident, das ist dein Job. 300 haben wir schon. 1000 bitte. Es ist eine Kleinigkeit, es ist nur ein Projektmanagement, ist keine Raketenwissenschaft. Und dann sollen 300 Projekte floppen und wir haben immer noch 700, die funktionieren, quer durch ganz Nordafrika. Hier wachsen Chancen, Stabilität, Zuversicht und hier verhindern wir Flucht und Tod. Das wäre möglich. Das wäre möglich. Das wären keine naiven Luftschlösser. Es wären nur Taten, die einem Wollen entspringen. Und dieses Wollen vermisse ich bitterlich. Und ich werde das noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit deponieren. Mit den Möglichkeiten eines Kanzlers könnte man viel mehr bewirken, als jetzt getan wird, so Matthias Strolz von den NEOS.